Haha, ich bin zu schnell, als dass mir jemand folgen könnte. Keiner wird je mein Versteck finden. Ja, das wollen wir ja mal sehen. Ups. Diesmal möchte ich dich lieber... Überholen sollte ich ihn nicht, das stimmt. Ich glaube, das Rubine einsammeln, Edelsteine einsammeln, sollte ich mit warten. Verdammt. Diesmal möchte ich dich lieber. Ja, ja, ist gut. Kameraperspektive ein bisschen unangenehm. Rotiert ja hier so ein bisschen automatisch. Das gefällt mir nicht so sehr. Ups. Diesmal möchte ich dich. Ja, ja, go, go, go. Dumm-di-dumm. Was? Du bist hierher gekommen, ohne mir zu folgen? Dann bist du doch ein Mitglied meines Geheimclubs. Hier, nimm diesen Dekodierer. Damit können wir Geheimnachrichten austauschen. Das ist bestimmt eine Kugel. Ja. Cool. Oh, ich will die Vasen kaputt machen. Ich meine, das macht man doch so. Das haben wir in anderen Videospielen gelernt. Vasen macht man kaputt. Wunderbar. Damit hätten wir diesen Level geschafft. Nichtsdestotrotz möchte ich den auf den herkömmlichen Wege verlassen und nicht über das Pausenmenü. Einfach, ich finde, es gehört sich so. Nee, ich weiß auch nicht, ob man an... Oh, Mist. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube zwar, man bekommt die Outro-Sequenz auch, wenn man es jetzt über Start verlassen würde, aber nee, einmal möchte ich jedes Level doch ganz gerne durch den regulären Exit verlassen haben. Sonst fühle ich mich, als hätte ich das Spiel verarscht. Hoch. Ah. Oh, du Spiel. Die Referenz bekommen doch Kinder nicht. Das war... Gut, damit hätten wir den Wolkenpalast.
mich wundert ja ein bisschen, ich warte eigentlich noch auf einen Anruf, der ist noch nicht gekommen, also im Real Life. Ich spüre jetzt einfach so lange weiter, bis der kommt. Mindestens, eher länger. Hoch? Ja, okay. Verstehe ich nicht so ganz, aber dieser Level scheint ziemlich offen zu sein, so auf den ersten Blick. Nichts ist mehr, wie es war, seit unser Zauberbrunnen aus ist. Es würde echt helfen, wenn du herausfinden könntest, was hinter diesem Desaster steckt. Ja, das kriegen wir irgendwie. Hoffe ich mal. So. Hey, da sind Goldmünzen. Oh, mit denen kann ich scheinbar nicht interagieren. Oder noch nicht. Wie viel brauche ich? 20. Hey. Die Frösche. Yay, die kennen wir auch noch aus Spyro 1. Huch. Au. Hey. Froschi? Bist du respawned? Nein. Ah, wunderbar. Mit so einem Feueratem kriegen wir die aber. Ah, der Frosch ist respawned. Ohne Sparks fühle ich mich immer so hilflos. Ja, so viel dazu. Werden wir mal hier irgendwo an den Anfang, wo ein Safe Spot ist, und rennen von hier aus dann wieder da hinten hin. Der Frosch respawnt. Ist auch 20? Ja, dann sind die wahrscheinlich alle 20. Ich war mir gerade nicht ganz sicher, aber es gibt Sinn. Es gibt Sinn. Ey, ich bin dir voll ausgewichen. Mist. Es gibt so ein paar Gegnertypen, die kriege ich einfach nicht auf Anhieb. So, oh, das war aber ein extra Leben. Wunderbar. Und haben wir dann auch wieder eine goldene Sparks. Wow, 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 großer Elefant. Hier mal so ein bisschen rum, da so ein Buzzer einfangen. So, da geht's nach oben, da wollen wir noch nicht hin. Hier unten noch gar nicht alles aufgeräumt. Hier so zum Beispiel noch gar nicht. Euch kann ich scheinbar noch nicht interagieren. Ich vermute mal, dass das aber später noch irgendwas wird. Man, das sind ja ziemlich besondere Viecher, die man sonst nicht so viel sieht. Hm, lass mich hier raus. Danke. So. So. Dich, Affen, möchte ich jetzt gerne... Och, Mann, oh. Die erwische ich einfach nicht auf Anhieb. Die bekomme ich nicht hin. Autsch, da stand ich zu dicht dran. Da hatte ich jetzt selber Schuld. Da ist...
das liegt nicht daran, dass ich die Gegner, dass ich die Dinger nicht kann, sondern da hatte ich jetzt einfach mal. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der mittlere auch schon angezündet war. Sonst hätte ich vielleicht etwas mehr Abstand gehalten. Wahrscheinlich trotzdem nicht genug. Naja. Passiert. Aber noch ist ja nichts kritisch. Wir holen uns ja immer wieder die Schmetterlinge. Ha. Oh, Professor. Ah, Spyro, ich bin so froh, dass du hier bist. Ohne meinen zuverlässigen Bleistift kann ich nichts tun. Ich habe ihn wohl verloren. Ich habe dieses Extra-Ei. Vielleicht tauschst du es gegen meinen Bleistift? Okay, ich weiß schon, wo ich damit hin muss. Dann ist das hier jetzt so ein Tauschgeschäft aller Zelda? Was war denn das? Da ist meine Nase explodiert. So vom Gefühl her. Ich hätte ja gedacht, am ehesten, dass es hier so rein muss. Aber ich krieg dafür ja nichts. Also ist das vielleicht kein Ei für euch. Lassen wir das einfach mal hier irgendwo so liegen. Und schauen uns erstmal den Rest vom Level an. Das ist ja sowieso eigentlich die Herangehensweise, die ich bisher immer hatte. Erstmal umschauen und dann... Dann geht's wohl hier rüber. Kann man euch? Ja, kann man. So. Wir haben übrigens jetzt auch genügend Gegner besiegt für die Powerpunkte oder wie auch immer sie heißen. Diese komischen magischen Tore. Will ich hier hin? Ich wollte da hinten auf jeden Fall mal hin. Ja, das war schon gar nicht so ganz verkehrt. Und dann mal hier rüber. Da wird wahrscheinlich das Tauschgeschäft irgendwie weitergehen. Gut, hier können wir runter. Habe ich da gerade Gegner über uns gesehen? Ja. Oh, die geben sogar tatsächlich auch. Damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet. Okay, da geht's noch weiter. Geht's hier vorher auch irgendwie noch hoch? Nein, scheinbar nicht. Zumindest nicht von hier aus. Okay, falls mir Edelsteine fehlen, möglich, dass die da drin sind. Ah, der macht auch zwei Angriffe. Mann. Okay, hier geht's auch noch nach unten. Boah, so viele Wege. Dieser Level ist tatsächlich ziemlich offen.
Also, zumindest für Spyro-Verhältnisse. Vielleicht merke ich am Ende, okay, er ist es doch nicht, aber auf den ersten Blick ist er es. Und das ist selten bei Spyro eigentlich. Ich finde es cool. Also, durchaus, das gefällt mir.